Absolute Sensation, Niki, dass es sowas gibt, man glaubt es nicht. Andreas Barber doch SPÖ-Chef. Ich bin eigentlich sprachlos, das ist unfassbar, es ist unglaublich. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein historischer Moment in der österreichischen Innenpolitik. Andreas Babler ist neuer SPÖ-Chef. Das hat die Leiterin der Wahlkommission Grubesa gerade hier verkündet. Es ist so irre, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Anscheinend wurden die Ergebnisse vertauscht. Sie hat das begründet mit einem Fehler in der Excel-Liste. Ich bin echt sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber anscheinend dürfte es wirklich so sein, dass die Ergebnisse vertauscht wurden und jene Stimmen, die bei Hans-Peter Doskozil ausgewiesen wurden, in Wirklichkeit die Stimmen von Andreas Babler sind. Also Andreas Babler dürfte eben diese 53% bekommen haben und Hans-Peter Doskozil hat 47% bekommen. Und das völlig Absurde ist, wie dieser Fehler aufgekommen ist. Wir haben das ja gestern auf OE24.at berichtet bereits. Es gab eine Stimme, wo niemandem klar war, was mit der passiert ist. Es gab dieses Sheet, das dort auch gezeigt wurde bei dem Parteitag und da war eine Stimme zu wenig drauf. Das hat irgendwie sich alles sich nicht ausgegangen. Und Martin Thür hat das auf Twitter aufgebracht und Grubesa, Leiterin der Wahlkommission, hat gesagt, erst durch diesen Tweet sind die überhaupt draufgekommen, dass mit dem Ergebnis was nicht stimmt. Und anscheinend haben sie das heute nachgezählt und sind dann draufgekommen, dass das ganze Wahlergebnis falsch ist und Andreas Babler neuer SPÖ-Chef ist. Also, fassen wir noch einmal zusammen für alle Zuseherinnen zu Hause, die das wahrscheinlich ebenso wenig glauben können wie wir. Andreas Babler ist der neue SPÖ-Chef, nicht Hans-Peter Doskozil. Die SPÖ hat das Ergebnis vertauscht am Samstag und hat das jetzt in einer Eilt-Pressekonferenz bekannt gegeben. Hans-Peter Doskozil wird um 16.30 Uhr übrigens eine Pressekonferenz geben. Wir werden natürlich auch gleich schauen, darf die Regie bitten, ob wir Andreas Babler oder jemand aus seinem Team erreichen können. Und jetzt schalten wir aber zu David Hermann Meng, der hat nämlich diese Pressekonferenz vor Ort verfolgt. David, vielleicht kannst du uns nochmal aufklären, wir sind da völlig eigentlich sprachlos momentan. Was hat die Leiterin der Wahlkommission da jetzt gerade erzählt? Ja, es ist Riesenchaos, das hier herrscht. Wir sind selbst erst vor rund 20 Minuten informiert worden, haben auf Hans-Peter Doskozil gewartet vor der Löwelstraße, der dort überhaupt nicht hinkommt. Er wird um 16.30 Uhr in Eisenstadt eine Pressekonferenz geben. Es gab im Laufe des Nachmittags schon immer vereinzelt Gerüchte. Ich habe da beispielsweise Andreas Mölzer gehört, der hat schon gesagt, irgendwas mit der Wahl hat da nicht so ganz gepasst. Also es war schon eine Pharma, die hier gesetzt wurde. Es hat niemand geglaubt, dass es stimmt. Ich habe auch einige SPÖler vor der Löwelstraße gefragt, die haben davon auch nichts gewusst. Wir sind dann relativ schnell hierher gekommen. Ich habe die Worte von Michaela Grubesa eigentlich kaum vernommen und dann ist es so, dass Andreas Babler, schwupps, der neue Chef ist. Eine Excel-Liste war schuld. Wir sind gespannt natürlich auf den SPÖ-Mitarbeiter des Monats, der hier diesen Schlamassel auch verursacht hat. Aber es ist dennoch nicht klar, wird das Ganze jetzt neu ausgezählt? Wird es hier Einsprüche geben? Davon ist eigentlich fix auszugehen. Also es ist ein Riesenchaos und passt eigentlich ganz gut ins Bild von diesem ganzen SPÖ-Desaster, was wir jetzt schon über Monate erleben. Das war eigentlich der Höhe- oder Tiefpunkt, je nachdem, wie man das sieht. In diesem Theater möchte man fast sagen, erinnert ein bisschen an die Bundespräsidentenwahl mit den Stimmzettel, wo der Uhu nicht gepasst hat. Diesmal war es ein Excel-Problem. Ja, hätte man sich vielleicht vorher auch ein bisschen besser überlegen können. Jetzt ist alles anders als noch vor rund 20 Minuten und wir sind alle, also auch die Medienvertreter, die hier sehr eilig einberufen worden, es sind ja nicht allzu viele gewesen, waren hier völlig baff und wir sind alle ein bisschen sprachlos, wenngleich man natürlich gerade jetzt sehr viel zu erzählen hat. Ja, danke schön, David Herr Meng, für den Moment. Und hier bei uns jetzt im Studio Österreicher Ausgeber Wolfgang Fellner. Und Wolfgang, ich habe mir eigentlich gedacht, in den letzten 7 Jahren habe ich schon alles hier in diesem Studio erlebt, aber das noch nicht. Ich dachte auch, ich habe schon alles erlebt. Also, wir können ja nur wirklich dankbar sein, dass diese Partei derzeit nicht regiert, muss man sagen. Weil ich habe schon viel erlebt, aber so ein Chaos. Und wir können auch wirklich dankbar sein, dass dieser Dilettantenverein Doskozil an der SPÖ, an Österreich und an uns vorbeigeht. Weil wenn man nicht einmal auszählen kann, wenn man nicht einmal Stimmen auszählen kann,
dann sollte man sich auch aus der Politik schleichen. Das ist meine persönliche Meinung. Die Frau Kubesa, die wir da gesehen haben, ist eine Doskozil-Vertraute. Doskozil hat ja diese Wahlkommission komplett umgekrempelt. Er hat den Harry Kopitz, der diese Wahlkommission hervorragend und professionell geleitet hat, hinausgemobbt aus dieser Wahlkommission. Seine persönliche Vertraute Michaela Kubesa dorthin gesetzt. Die hat die Verantwortung für das zu tragen. Sie ist übrigens auch die Lebensgefährtin von Max Lercher. Das muss man auch dazu sagen, damit man ein bisschen die Hintergründe versteht, warum das möglicherweise ausgetauscht wurde. Das ist eine Partie, Doskozil, Lercher, Kubesa, diese drei. Und wie das jetzt passiert ist, das ist der Frau Kubesa und das ist sie, die dafür verantwortlich ist, muss ich schon sagen. Dafür gibt es ja einen Chef einer solchen Wahlkommission oder eine Chefin. Wie der das passieren konnte, dass die Excel-Listen vertauscht hat, ist mir völlig schleierhaft. Das gibt es ja nicht einmal im Kongo, das gibt es nicht einmal in Uganda, das gibt es nicht einmal auf den Fidschi-Inseln. Jeder ist in der Lage, eine solche Wahl durchzuführen. Ich hatte prinzipiell bei der SPÖ schon leichte Bedenken, weil wenn eine Partei geschlagene 3 Wochen braucht, um Computerergebnisse auszuzählen, dann kann man sich schon ausrechnen, dass die mit der Computertechnik irgendwie auf Kriegsfuß stehen. Weil unser Haus macht es in 2 bis 3 Stunden. Jeder halbwegs professionelle Betrieb macht es in einem halben Tag. Wenn jemand für sowas 3 Wochen braucht, muss man sich ja schon mal fragen, was ist denn da los, bitte, für mich, Punkt 1. Punkt 2, man muss auch dazu sagen, die wären von selber gar nicht draufgekommen. Der Mann, der das ausgelöst hat, den werden wir jetzt gleich zuschalten, das ist der Peter Westenthaler. Der Peter Westenthaler hat gestern Abend hier auf UE24 TV aufgedeckt, dass sich die Wahlkommission verzählt hat und dass eine Stimme nicht gezählt wurde. Und er hat die berechtigte Frage gestellt, wo diese Stimme ist. Und er hat gemeint, da muss man jetzt aber wohl noch einmal nachzählen, weil man kann ja nicht ein Wahlresultat veröffentlichen, das nachweislich falsch ist, weil eine Stimme fehlt. Und bei diesem Nachzählen sind die dann draufgekommen, dass sie das alles vertauscht haben. Die wären gar nicht draufgekommen, wenn gestern hier auf UE24 TV um 20 Uhr nicht der Peter Westenthaler da auf den Tisch gehaut hätte und gesagt hätte, da fehlt eine Stimme, hallo, wo ist die? Und kann man vielleicht das Ergebnis noch einmal nachzählen, um draufzukommen, wo die Stimme ist. Und jetzt